Goedemorgen, ik wens jullie allemaal een fantastische dag. Hello everybody. Oké, je ziet zwaar, dat video is dan nachtmiddag, maar we hebben jetzt nog morgens. Hallo. En ik heb geen blassen Schimmer, een beetje blassen Schimmer, wat es heute geben könnte. Ik heb heute Morgen nämlich eine wunderschöne Energiewelle kassiert bekommen en ik möchte dat gerne met dir teilen. Eine Energiewelle, aktuelle Energie, und zwar geht es um eine Klarheit, aber um eine leichte Klarheit für den nächsten Evolutionssprung. Oha, es kommt jetzt rein. Okay, gucken wir mal, was es gibt heute. Und ich habe heute Nachmittag einen Zahnarzttermin, wo ich zwei Zähne von früher noch flicken lassen darf. Ich hatte früher ganz schlechte Zähne. Die darf ich heute machen lassen. Und das ist für mich nicht einfach. Aber irgendwie freue ich mich darauf, weil jedes Mal, wenn ich etwas mache, wovor ich Angst habe, dann nehme ich das als Anlass, als Herausforderung, mich dem immer wieder neu zu stellen und zu schauen, wie ich jetzt darauf reagiere, sodass es immer leichter wird. Ich weiß ja, dass die Schmerzen nicht wirklich real sind und das Ausgeliefertsein, keine Kontrolle zu haben, ist ja alles im Kopf. Und so bin ich sehr gespannt, wie das heute wird. Erzähl es dann vielleicht im nächsten Video. So. In 2 Wochen ziehe ich ungefähr um. Nachdem ich die letzten Monate sehr, sehr viele Videos gemacht habe, wo ich sehr viele, ich sage jetzt mal, Katastrophen gefühlt gesehen habe, also äußerliche Katastrophen im Inneren und im Äußeren der Menschen, nehme ich jetzt diese leichte Welle wahr seit kurzer Zeit und das ist mega schön. Es ist ein Bonus für dich, höre ich gerade. Und zwar, dieses Video soll dir eine Wonne sein, mit Energie beliefern und einen Evolutionssprung in deinem Körper und in deinem Bewusstsein, deinem Lichtkörperprozess geben, der dich einfach anhebt, der dich einfach frohlocken lässt. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt machen darf. Ich bin wirklich berührt, dass das jetzt kommen darf. Ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Form. Morgen Abend das Live, gell? Vergesst das nicht. Also, ihr dürft schon vergessen, man vergisst das, was einem nicht wichtig ist und du bist dabei, was dir wichtig ist. Morgen 19 Uhr live hier auf YouTube mache ich eine Live-Energiebetragung mit der aktuellen Energie, Botschaften, bla bla. Und das ist das erste Live in diesem Jahr mit freiwilligen Lichttickets. Ihr findet dann die Infos unter dem Video. Also ja, genau, da darf jeder freiwilligen. Das ist sozusagen auch ein bisschen mein Lohn. Ich liebe dich. So, jetzt fangen wir mal an mit was auch immer kommt. Ja, da kommt noch, ich lese ja immer noch das Buch jetzt mit den unendlichen Meistern, die unsterblichen Meistern. Das inspiriert mich jetzt auch gerade sehr, weil ich das ja auch spüre, dass der physische Körper nicht sterblich ist, wenn wir nicht möchten. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, aus dieser Illusion hinauszutreten und so lange hier zu verweilen, wie du möchtest. Ob ich das jetzt schaffe, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es das gibt. Genauso wenig, wie ich mich momentan praktisch nur noch flüssig ernähre und nur noch einmal am Tag ein bisschen Rohkost und fermentierten Tofu esse und sonst flüssig und ein paar Pralinchen und meine Drinks halt.
mit den Planktonalgen und Fruchtsäfte und alles, was. Okay, lassen wir das. Ich gehe jetzt, ich muss kurz gucken, Moment. Das ist jetzt schön. Aus dem Unendlich, ich habe gerade gefragt, woher die Energie kommt. Wir haben ja an 2 Tagen noch Sommersonnenwende. Am Mittwoch, den 21. Juni, heute haben wir den 19. Und die Erkenntnis, ich hatte noch mehrere Erkenntnisse, aber die ganz große, die lasse ich jetzt noch kurz. Aber eine Erkenntnis heute war, dass wir nur unter dem Einfluss vom Sternzeichen, Mond, wo wir leben und so weiter stehen, wenn wir das wollen, aber dass es etwas gibt, was viel größer ist als das, das unendliche Sein, und das durchdringt alles. Und wenn wir im vollsten Bewusstsein in dieser Energie sind, dann beeinflusst uns weder unser Sternzeichen, unsere DNA, unsere Ahnenreihe, wo wir geboren sind, durch wen wir geboren sind, also wer unseren Körper erschaffen hat, diese Form. Wir werden ja nicht geboren, das ist auch so ein blödes Wort, geboren und sterben, das ist, da kann man, die Wörter kann man eigentlich streichen aus dem Wortschatz, genauso wie Arbeit, Stress, schnell, muss, Geburt, Tod, kannst du alles jucken, kannst du alles rauchen. Das ist ja, alles Quatsch. Und das wird mir schon natürlich immer wieder bewusst, auch wenn das menschliche Ich dann immer wieder kommt und dann wieder mal ein bisschen Todesangst hat, weil das Herz überschlägt oder so. Okay, also, leichte Wonnewelle. Die Energie für dieses Video ist die Energie der Klarheit, eine leichtvolle Klarheit mit einer Wonnewelle, und wir strahlen das jetzt einfach mal aus. Empfange, wenn du das möchtest, in deiner Leichtigkeit deines Seins, einfach mit deiner offenen Körperhaltung. Ohne es zu bewerten, ohne es zu nennen. Brauchst mir nicht zu glauben, zu hören, sondern einfach zu schauen, was es mit dir macht. Ich trage dich jetzt mit auf einer wunderschönen Welle des puren Seins, des Fischleins im Ozean. Der Fisch ist der Ozean, auch wenn er sich getrennt manchmal wahrnimmt und eigenen individuellen Weg durch den Ozean schwimmt, so ist er immer Teil des Ozeans. Wird aus dem Ozean geformt und kehrt dort wieder zurück. Und genauso sind wir, bist du ein Teil des Ganzen. Auch wenn du deinen Weg individuell zu gehen scheinst, so kommst du aus dem Einssein und gehst ins Einssein. Du hast das Gefühl, du machst deinen eigenen Weg und bist doch nicht getrennt, niemals allein, sondern immer eingebunden in einer allgegenwärtigen Kraft, die dich nährt, die dich atmet, die dein Herz schlagen lässt, die dich dieses Leben leben lässt.
Ein leichtes Nichts breitet sich gerade in meinem System aus, in meinem Kopf. Die Wahrnehmung, das was ich in den letzten Videos erzählte. Erzähle dir gleich, was die Töne machen. Die Urfrequenz des Lebens ist das. Das ist eine Sprache, eine kosmische Sprache, könnte man so nennen, die in den Zellebenen, also in den Zellen, ungefiltert, das rein verstanden wird. Es ist eine Schwingung mit einer Botschaft, mit einer Initiation. Und durch das Tönen stimmen sich die Zellen in deinem physischen Körper auf diese Ebene ein. Und das ist nicht unbedingt vom Verstand zu verstehen, aber du fühlst es. Die Unsterblichkeit in deinen Zellen wird jetzt aktiviert. Zellen regenerieren sich sowieso. Sprich, manche erneuern sich, manche sterben, in Anführungszeichen, werden neu geboren. Es ist aber auch möglich, den Prozess umzukehren, der Zellalterung. Es ist möglich, dass sich eine Zelle immer wieder verjüngt. In deinem Gesicht, in deinem Körper, in deinen Organen. Und wenn dies möglich ist, heißt das auch für deinen physischen Körper, dass es ihm möglich ist, dass er sich verjüngt. Und nicht nur das, dass er in einer endlosen Schleife des ewigen Seins eintaucht. Das ist der Schlüssel der unsterblichen Meister, die hier auf der Erde auch verweilen. Nicht nur im Himalaya-Gebirge, sondern auch im Himalaya-Gebirge, sondern auch unter uns gibt es manche, die alterlos sind, die einfach für die äußere Welt immer wieder eine neue Identität annehmen, wie in den Science-Fiction-Filmen. Diese Information bekomme ich jetzt gerade, dass sie nicht nur zurückgezogen leben, sondern auch durch die Menschen wandeln. Die unsterblichen Wesen mit einer physischen Form, die aber nicht mehr gleichzusetzen ist, wie mit deinem jetzigen oder meinem jetzigen Körper, sondern da ist alles zum Stillstand gekommen in diesem Körper. Nicht Stillstand, dass es nicht mehr fließt. Es ist wie eine Quelle, die dort zirkuliert, eine Energie, ein Odem, ein Prana. Aber es gibt keine Abfallprodukte mehr, kein Zerfall von Zellen,
keine Ausscheidung, benötigen auch keine Nahrung. Und diese Menschen mit einer Form, Körper, sind hier. Und wenn sie auch tatsächlich durch einen Einkaufsladen gehen, verströmen sie ihre Unendlichkeitspräsenz in diese Ebene des Seins und stellen dies als Quelle, als Möglichkeit ins Feld des Bewusstseins der Menschen, die rundum herum laufen, im Stress sind, das Gefühl haben, sie sind im Rad der Zeit gefangen, Sklave des Systems, Geldsorgen etc. Und es macht etwas mit ihnen. Es lässt sie träumen. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen, die in der sogenannten Mainstream sind, sich diese Science-Fiction-Romane reinziehen, Science-Fiction-Filme sehen. Warum boomt der Filmbusiness, die Filmbranche, genau in diesem Fantasy-Spektrum so enorm? Weil es geht um Energievampire, aber auch um Unsterblichkeit. Warum saugen die Menschen, die im Tagesbewusstsein sich nicht damit befassen, aber trotzdem schauen sie sich diese Filme an, weil es etwas mit ihnen macht? Warum boomt die Industrie der Verkleidung auch in Japan und mit diesen, ich weiß nicht, wie sie heißen, die Figuren, sie machen so Figuren aus sich, die Zöpfe und das Make-up. Oder diese Alterfeste, diese Festivals aus dem Mittelalter oder aus der Zukunft, diese Fantasy-Veranstaltungen. Verkleiden. Warum zieht das die Menschen so sehr in den Bann? Ganz einfach. Weil sie in sich spüren, dass dies der Wahrheit entspricht und dass es viel mehr gibt als das, was sie jetzt zu sehen vermögen. Nur weil es jetzt gerade in deinem Leben nicht gegenwärtig ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und die Möglichkeit dafür, dass es existiert, bringen diese Wesen immer mehr ins Feld. Denn nur wenn wir uns öffnen für die Möglichkeit, dass es das gibt, auch wenn wir den Weg dorthin noch nicht wissen oder wie wir dorthin kommen, aber die Möglichkeit ist der Weg der Öffnung in uns, dass wir dort auf diesen Weg auftreten und dort diesen Weg lang entlang gehen und dann immer mehr in diese Energie kommen der Möglichkeiten, der Unsterblichkeit, dieser unglaublichen Fähigkeiten, die ganz natürlich sind, die nur in dieser festen physischen Form nicht existieren. Du bist ein Spektrum an unendlichen Möglichkeiten in dir und du kannst dich nur auf diesem Pfad der Möglichkeiten begeben, wenn es in deinem Tagesbewusstsein die Möglichkeit erlaubt, dass es das gibt. Erst dann zeigen sich dir die Meister, die Energien, Bücher, Menschen, Energien, Wesenheiten und Möglichkeiten in deinem Tagesbewusstsein, sodass du sie anfängst, innerlich wie äußerlich zu leben, so wie ich auch. Das ist das neue Bewusstsein der Menschen, die nun infiltriert wird durch diesen unendlichen Wesen, durch diesen unsterblichen Wesen, die unter uns wandeln. So siehe genau hin, wenn du irgendwo bist und plötzlich ist ein Sog da, die von einem Wesen ausgeht. Es kann sogar auch in einer Tierform sich präsentieren oder erscheinen. Täusche dich nicht oder denke nicht, dass die äußere Form dir erklärt, wer dieses Wesen ist. Geh über die Begrenzungen hinaus und fühle, was du fühlst, denn das ist der Indikator der Wahrheit und das, was dir zeigt, was wirklich ist. Wenn du plötzlich
Was ist das? Wer ist dieser Mensch, diese Pflanze, dieses Wesen, dieses Tier, dieser Ort? Auch ein Ort zeigt eine unendliche Energie. Sie kann sich das All-Eins-Sein präsentieren, als was sie möchte. Sie hat keine Begrenzungen. Die Begrenzungen finden nur in dieser Form statt, in dieser Ebene des Seins. Aber diese Ebene löst sich immer mehr auf. Und es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, dass die Begrenzungen sich aufheben, nicht nur im Äußeren, das immer mehr ans Tageslicht kommt, sondern auch die inneren Wahrheiten und Möglichkeiten, das Potenzial eines jeden. Und dann fängt das Leben an. Dann wird es intensiv, lebendig, voller Möglichkeiten. Freue dich auf das, was kommt, das, was ist und kommt in deinem Leben, wenn du dich in deinem Tagesbewusstsein dafür öffnest. Das ist die Botschaft für jetzt, die Jetzt-Energie, die Unendlichkeit des Seins, die Unsterblichkeit deines Seins, die Leichtigkeit und die absolute Klarheit darüber, was möglich ist. Unendliche Möglichkeiten in diesem Leben, in dieser Inkarnation. Denke nie, ich bin noch nicht so weit. Irgendwann verstehe ich es. Irgendwann bin ich dort. Das ist Zeitdenken aus der unteren Dimension. Du bist jetzt. Möglichkeit jetzt ist da. Das Bewusstsein existiert im Jetzt, ohne ein Zeitkontinuum, ohne einen Raum. Das Bewusstsein durchdringt dein ganzes Leben, dein wahres Selbst, wenn du dich dafür öffnest. Die Möglichkeit, dass es möglich ist, also die Vorstellung, dass es möglich ist, ist das innere Tor für das. Verstehst du? Alles, was du dir vorzustellen vermagst, gibt es wirklich. Im Negativen wie im Positiven. Ohne Bewertung. Du erschaffst dir dein Wahrsein, dein Sein. Hat wieder geknackt im Atlas, ihr wisst ja, dann kommt es aus dem Höchsten. Und wenn ihr Lust habt zu tönen und alle sagen um dich herum, ich kann es nicht hören, habe meine Kinder gemacht und auch eine Freundin von mir, die vertragen das nicht, ist in Ordnung. Mach es für dich im Auto, in deinem Schlafzimmer. Oder die richtig krassen Obertöne, die ich jetzt noch nicht getraut habe, hier rauszulassen. Mach einfach. Das sind Energie, das sind Kraftbooster. Das setzt, das aktiviert die DNA-Stränge. Das macht so vieles. Ich komme da nochmal drauf zurück. Viel Freude in diesem Video. Danke für deinen Lohn, das Abonnieren, Daumen hoch, Kommentar oder was auch immer du möchtest. Und bis morgen Abend beim Livestream. Ich freue mich auf dich. Ich hole noch kurz Energy. Komm her. Energy.